möchten Sie bitten, nach dem Ausschalten der Anschnallzeichen noch so lange sitzen zu bleiben. Hier. Schwierig.
Ja? Ja, ja. Ein bisschen was naschen, so getrockneter Tinten, das ist wunderbar. Und dann sitzt man im großen Umkreis alleine. Weil das da können wir auch Knoblauch mitbringen aus Rumänien. Guck mal, die kleinen Pilze. Ich wollte mir Bananen kaufen. Aber nicht hier. Rote und weiße, rote und kleine. Das ist schon interessant hier. Kleine Mandarinen. Oh nee, da kann ich nicht gucken, da wird mir elend. Das sind Yakitori, das sind Spieße. Yakitori sind immer Spieße und meistens sind das Hühner. Ja, ne? Das sind interessante Dinge, die du noch nie gesehen hast, weil der Pazifik hat ja Sachen, die bei uns gar nicht hier ausland. Lachs, Salmon, Tuna, Thunfisch. Fischroben. Was ist das? Algen?
Barriere fahren. Zum einen Shibuya Crossing, diese mehrfache Straßenüberquerung. Überall in jedem Reiseführer, in jedem Schrift und im Internet kursieren andere Zahlen, wie viele Menschen pro Ampelsequenz die Straße überqueren. Insgesamt 15.000, 10.000, 20.000. Jetzt ist das Bild sowieso etwas verfälscht. Hinter mir war bis vor kurzem, also als wir hier noch vor der Pandemie, genau vor 3 Jahren im Februar, mit Schnee und Palmen hier, da war hier noch ein riesengroßes Kaufhaus. Und die Menschen gehen besonders gern, die arbeiten ja, sonntags einkaufen. Da ist hier alles voll, da sind die größten Fußgängerfrequenzen. Gelände, also ist kein Problem. So, hier sind wir jetzt schon mal bei einer wichtigen Station. Sie sehen Sake, Tessa. Sake ist ja der Weißwein, der hier zu jeder Gelegenheit getrunken wird. Und die Sake-Brauereien, das heißt der Verband der japanischen Sake-Brauereien, spendet alljährlich an die Schreine, man kann sagen die Klöster, eine bestimmte Menge an Sake für das Kloster. 1912 starb, seine Frau starb 1914. Sie liegen dann, es ist eine Art Mausoleum, sie liegen aber begraben nicht hier in Tokio, sondern in Kyoto. Und dieser sehr wichtige Shinto-Tempel, der ist hier am 21. April 1945, also in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, von US-Bombern bombardiert und komplett zerstört. Das ist hier in Japan auch, obwohl das jetzt nicht so traditionell gefeiert wird wie in China. Aber immerhin, also Neujahr kommen hier ganz viele. Wir haben vielleicht mal gehört, es gibt so Rechtsradikale, die gehen dann zu einem bestimmten Tempel und das wird als Affront gegen die Amerikaner. Wir waren ja mit den Japanern in Deutschland da und alliierte Macht. Hitler war also super. Thank you.
黄色いティンブロック踏まない位置まで下がってください。
chinesischen Daten. Attribute, die auf einen besonders schönen Garten hindeuten. Das ist eine kleine Gasse hier für unsere japanischen Freunde, die teillassen. Ja, und die sechs Attribute ist erstens Weitläufigkeit, zwei Abgeschiedenheit, drittens Kunstfertigkeit, viertens Althergebrachtes, fünftens fließendes Wasser und sechstens weiter Blick. Alles das trifft auf diesen Garten zu. 18 berühmte Steinlaternen sind über den ganzen Garten verteilt und der dunstige Teich mit 5826 Quadratmeter ist einer von vier Teichen, die es hier gibt.
JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は普通奈良行きです。終点奈良まで各駅に停まる東福寺です。お出口は左側です。京阪線はお乗り換えです。ホームの一部が広く開いております。降りの際は足元に。This is the local train bound for Nara. We will be stopping at every station before arriving at Nara. Und er begründete diese Untat mit den Worten: Ich konnte die Schönheit dieses Gebäudes nicht mehr ertragen. Punkt. Und im Jahre 1955, nach fünf Jahren, Terrasse, die geht steil runter, 18 Meter, das war früher, für Männer eine Mutprobe. 85% haben überlebt, die restlichen nicht. Wenn man in Japan einen Entschluss fassen, sagt man, ich weiß nicht, ob ich die Terrasse runterspringen soll. Das bezieht sich auf diesen Kyum Sedera. Kyum Sedera heißt, Kyum heißt Tempel. Der Tempel, der auf einem Hügel steht, ne? Kann man nachvollziehen. Und dann gibt es noch etwas Interessantes, wenn man fast draußen ist, links hoch geht, da gibt es die Liebesteine. Da verbinden sich, ich weiß nicht, ob heute sehr viele Schüler oder Schülerinnen da sind, die waren alle in unserem Hotel heute von Japan, die Augen verbinden und das ist 18 Meter Entfernung und die müssen aufeinander zugehen und müssen sich treffen. Dann heißt es, die werden einen guten Partner finden. Und dieser Tempel, Kyum Sedera, 1648 erbaut, natürlich UNESCO-Weltkulturerbe im Herbst. Ganz wunderbar, aber da gibt es eine Quelle, muss man hin, sehen Sie dann, da steigen einige hinab.
Da sagt man, wer davon trinkt, hat ein ewiges Leben. Wenn das nicht ist. Ja? Aber man muss, bedenken Sie, bevor Sie runtersteigen, die Amerikaner hätten schon lange einen Eskalator gebaut, eine Rolltreppe, aber man muss dann auch wieder hochsteigen. Ne? Das sollten nur die richtig. So, und jetzt sehen Sie, wir haben hier doch eine veritable Anzahl von Damen im Kimono. Und die trifft man da vorne, wenn Sie jetzt hier hochgehen, die Treppe, gleich links ist eine Armerwand. Das ist ein sehr beliebtes Fotomotiv, wo sich die Damen fotografieren lassen, einfach daneben stellen, so wie heute Morgen vom Goldenen Pavillon. Dann ist hier diese große Glocke, auch sehr beliebt. Dann ist hier so ein kleiner Nebentempel mit einer Brücke, da ist ein kleiner Bach. Auch da sind sehr viele, die sich dann ablichten lassen. Überall können Sie sich das einfach dazustellen, freundliches Gesicht machen, niemand wird Ihnen das verwehren. Dann auch drin im Tempel, also hier haben Sie die Möglichkeit, wirklich jetzt mal aus dem Vollen zu treffen. Schöpfen, das Wetter ist gut, Sonnenschein immer noch. Es sind viele schon abgezogen, wir haben hier nicht mehr die riesengroße Menschenmasse. Hier ist immer was los und wenn jetzt die Chinesen hier wären, wäre hier Sommerschlussverkauf wie bei Karstadt in den 60er Jahren, käme man überhaupt nicht mehr durch. Also hier ist alles drin. Und da musst du vorstellen, also, wenn jemand für Fertigen hier und das.
Und natürlich wir eine kleine Bootsfahrt machen. Da ist ein Restaurant, wir haben auch schon Nudelsuppe gegessen. Kann man, jetzt wird gerade umgebaut, aber im Sommer kann man fest. Da werden an der den Weg, den wir gerade genommen haben, gemacht. Thank you.
Die werden überall diese Lätzchen sehen. Ne? Das ist zur Dekoration, damit sie nicht frieren. Man glaubt ja, ja, auch die Toten, man bringt ja den Menschen auch Nahrung an. Es gibt ja so Tage, auch in anderen Kulturkreisen, da bringt man den Toten Nahrung. Ja, auch Mexiko ja. Zum Beispiel, Dia de la Muerte, 31. Oktober. Und hier, dass sie nicht frieren, dass sie was zu essen haben, dass sie dann bei der Reise in den Jenseits Geld haben. Deswegen werden da so ein paar eingehen, überall auch Kerzen teilweise, Blumen. Also das ist unheimlich interessant. Da kann man manchmal hier Stunden, Tage lang kann man laufen. Also wir haben Bauchklötzer gestaunt, als wir zum ersten Mal hier waren und gesagt, Mensch, das gibt's doch nicht. Das gibt es in der ganzen Welt nicht, sowas. Und das alles mit den Suba-Bäumen, ja, mit den japanischen Zedern, Kiefern und Zypressen, das ist eben eine dramatische Kulisse für diese Flugzeuge. Ich habe was verpasst. Was will ich denn mit der Sekte?
Die Falun Gong-Sekte. Eine Sekte, ja, ja. Aha, ich wollte, genau das habe ich jetzt, wollte ich sagen. Yes, I can.